Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Wir finden uns in den letzten Zügen, vorletzte Folge auf der Standardkarte. Danach geht's weiter mit der Vierfach-Map der nordfriesischen Marsch ohne Gräben. Wir sind dabei, die letzten beiden Felder abzuernten. Hier ist Raps drauf. Irgendwie stockt das hier gerade mit den Abfahrern. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kommt hier keiner. Ich habe hier zwei Abfahrer eigentlich auf diesem Feld. Ja, und keiner fühlt sich hier dafür zuständig. Bin ich jetzt gerade ein bisschen sehr seltsam. Zumal ich nicht mehr weiß, wo die Abfahrer sind. Wo stehen die da hinten? Ey, was soll der Quatsch? Was habe ich da? Doch, da sind Helfer drin. Mann, 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 das gibt's doch wohl nicht. So, kein Drescher in Reichweite. Überleg mal. Kein Drescher in Reichweite, das kann's doch nicht wahr sein. Warte, bis Füllstand erreicht ist. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das Problem bei dem anderen liegt. Also außer, dass er jetzt hier im Gebüsch steht. Natürlich ein bedauerlicher Einzelfall. Na, wobei. Machen wir es mal so rum. Wieso fährt der andere nicht? Achso, der kann wahrscheinlich nicht fahren. Ach, das ist doch... Spaß macht das jetzt gerade nicht. Muss ich ja leider so zugeben. Okay. Ja, aber er hier ist ja noch irgendwo am Dreschen, oder? Ja, der drischt ja noch. Der kann noch. Der hat noch Arm. Oh, raus. Ja, nicht Autoload aktiviert. Den Anhänger. So, ist. Wollen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Ein bisschen Geld verdienen noch, bevor wir dann wechseln. Können wir ja machen, oder? Schade doch nicht. Und den zumindest mal eben beladen. Da haben wir, ne? Wie viel Rohstoff haben wir noch? Haben wir noch Rohstoff? Ja, wir haben noch ein bisschen Rohstoff haben wir hier noch. Ein bisschen Wolle. Ja, nicht mehr viel. Halbe Palette noch. Ja, das ist ja alles gut. Wo können wir den Stoffrollen verkaufen? Was bringen die? Gar nichts bringen die im Moment. Dann verkaufen wir sie auch nicht. Das muss nicht sein. Das haben wir nicht nötig. Dringend haben wir es nicht. So, du bist fertig. Abfahrer entlassen. Zack, zack. Ich
Ich mache jetzt hier die ganzen Maschinen nicht mehr sauber. Ich fahre die so, so in den Schuppen. Und das machen wir dann alles, wenn wir auf der vierfachen Map sind. Weil wir haben nur noch diese und eine weitere Folge. Und dann ist hier Feierabend. Dann müssen wir uns verabschieden von der Karte. Wir müssen auf die nächste gehen. Eigentlich steht hier nicht der Cargos drin. Eigentlich steht hier die Joskin-Trailer drin oder wie die heißen. Macht aber jetzt nichts. So. Schneidwerk eben wegbringen. Wollen ja, dass der Hof auch ein bisschen aufgeräumt ist. Nicht so ein Chaos hinterlassen wie sonst. Trailer Assist machen wir mal an. Ich sagte, Trailer Assist machen wir mal an. Und dann schauen wir mal. Machen wir falsch rum. Mann. Zurück. Und einfach gerade zurück stoßen. Wo kann man das machen? Den lassen wir jetzt gleich mal hier stehen. Weil wir haben ja noch mehr. So, wir müssen uns mal hier um den kümmern, der hier im Verkehr feststeckt. Warum steckt der im Verkehr fest? Weil hier irgendein Obermotzi-Horst kein Verständnis dafür hat, dass hier vielleicht auch mal andere noch auf dem Feld fahren wollen. Na los, an! Okay, bei mir funktioniert gerade was nicht. Was sehr schade ist. Ich muss mal das Spiel scheinbar neu starten. Speichern. Und bin dann gleich zurück. Weil denn jetzt geht es. Abbrechen. Ja, so. Jetzt geht's weiter. Was jetzt leider passiert ist, ich musste also meinen
meinen Rechner, nein, meinen Rechner nicht neu starten. Ich musste das Spiel einmal neu starten. Und was jetzt natürlich passiert ist, ist, dass Cosplay-Kurse jetzt fürs Dreschen von dem hier leider weg sind. In diesen beiden Dreschern. Es ist zum Glück nicht mehr viel auf diesem Feld. Das dresche ich jetzt von Hand. Und dann sind wir hier fertig. Ja, das ist jetzt also wirklich noch überschaubar. Dresche ich jetzt nur mit einem Drescher und dann ist die Sache gut. Und dann fahren wir zurück zum Hof, bringen alles weg. Lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Gleich mit. Wir haben nichts zu verschenken. Ganz wichtig. Mal dran denken. Hätte den Kurs abspeichern sollen, dann wäre nichts passiert. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Habe ich nicht. Daher müssen wir jetzt mal ein bisschen von Hand dreschen. Boah, das ist ja auch nicht schlimm jetzt, ne? Ist ja keine Krankheit. Das können wir ja wohl mal machen. Dann bin ich schon ganz gespannt auf die Vierfach-Map. Echt. Was ich so gesehen habe bisher, ist schon cool. Wie gesagt, vergesst nicht, dass die Vierfach-Map vor über 2 Wochen schon veröffentlicht worden ist, aber eben diese Aufnahmen, die ihr seht, auch schon so alt sind. Also noch nicht viel von der Vierfach-Map gesehen. Also ich habe noch kein Let's Play gesehen. Bisher. Das werde ich mir noch angucken, aber eben erst nach der Aufnahmesession hier. Und ja. Ist das eben. Hier lassen wir jetzt tatsächlich dann doch stehen. Das haben wir dann doch zu verschenken. Zu verschenken natürlich wirklich nicht, aber ich möchte auch irgendwann mal fertig werden. Dieses automatische Abtanken, also dass der Abtanker zu mir kommt eigentlich auch, wenn der Drescher kein Crossplay benutzt. Weiß das jemand? Ja, sehen wir ja gleich, ne? Wenn ich 80% voll habe, dann müsste eigentlich mein Abfahrer kommen. Als nächstes beginnt dann nur die Heidenarbeit, das alles
alles vernünftig zu übernehmen auf die neue Karte. Damit wir dann unsere ganzen Produkte und die ganze Ernte nicht verlieren und Paletten und was weiß ich. Das ist dann nochmal noch einiges an Arbeit, indem man manuell Textfiles editiert, XML-Dateien, was eben eigentlich nichts anderes als Textdateien sind. Und da hinten kommt ein Abfahrer an, das ist auch schön. Dazu werde ich aber kein Video machen. Da hat Fat Action hat da ein super Video gemacht, wo das alles genau Schritt für Schritt erklärt wird, wie ihr die ganzen Daten rübernehmt. Und genauso werde ich das auch machen. Nichts anderes. Aha, da kommt mein Abfahrer. Das heißt, ich fahre schon mal mein Überladerohr aus. So, komm. Fahr. Damit wäre unsere Frage ja auch beantwortet, ob das funktioniert oder nicht. Los, komm. Leer machen. Leer machen. Okay, Feld 4 ist auch abgeerntet. Das ist toll, dann schaffen wir in dieser Folge die Ernte fertig zu machen und können in der nächsten Folge uns dann noch ein bisschen darauf konzentrieren, was weiß ich, Produktionen noch im Gang zu halten, ein bisschen aufzuräumen am Hof, vielleicht Sachen zu verkaufen, die wir nicht brauchen. Wobei, da wüsste ich im Moment nicht was. Wir machen auf jeden Fall die Ernte hier fertig in dieser Folge. Und dann ist gut. So rum. Hier noch ein bisschen was. Wo steht der denn da drüben? Den falschen Kurs geladen. Und wegen den paar Prozent machen wir uns jetzt auch nicht mehr ins Hemd, oder? Komm. Gibt es hier irgendwo noch größere Strecken, die wir abernten müssen? Flecken. Noch viel steht. Hier oben noch und dann sind wir durch. Das war's dann. Mein Abfahrer. Ja, nicht schade.
Das ist doch sehr schön. Na nun komm. Wir haben nicht ewig Zeit. Den sollte schon mal das gewesen sein. Mal eben einmal abtanken. Los, 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 los. Nach hinten, die Leute gucken schon. Das Einklappen, sehr schön. So. Gehen wir einmal rüber zum anderen Drescher. Den müssen wir nämlich auch noch abtanken. So. Warum kommt jetzt der Abfahrer nicht? So, warum kommt der Abfahrer nicht? Naja, dann fahren wir selber am Tank. Können wir ja auch machen. Fahren lassen. Boah, hoffentlich kriegen wir das dann auch rein. Keine Lust wegen irgendwie 3 Litern mal extra zu fahren. Ja, irgendwie ruckelt das hier. Nicht, dass mir das Spiel gleich abstürzt. Ah, das kriegen wir aber rein. Sehr schön. Ernte beendet. Aussteigen, den mal eben ausschalten, zusammenklappen. Leitwerk geben, fertig. Super, vielen Dank fürs Einschalten, schön, dass ihr da wart. Hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich und noch mehr freue ich mich, wenn ihr morgen zur letzten Folge einschaltet, die auf der Standard-Map spielt. Und danach wechseln wir dann auf die Vierfach-Map. In diesem Sinne, ciao!